Bordbuch des Octavius, Kapitän der Tortius. Die Tortius macht gute Fahrt bei mittlerem Südwestern. Morgen werden wir das türkische Meer der Stürme durchquert haben. Wenn alles gut geht, erreichen wir die latonischen Provinzen in 4 Tagen. Zweiter Eintrag am Abend desselben Tages. Am Horizont türmen sich Wolken und wir sind immer noch im Meer der Stürme. Ich bete zu allen Göttern. Eine lange und dunkle Nacht erwartet uns. Eintrag am Morgen des 18. Tages im Monat des Mars. Der Sturm überfiel uns wie ein Räuber in der Nacht und ich musste den Treibanker setzen. Bis in die 4. Nacht peitschte uns der Wind durch die Finsternis vor sich her. Der Ausguck erkannte die Gefahr erst, als ein Blitz hinter den viel zu nahen Klippen aufzuckte. Die Tortius existiert nicht mehr. Was von meinem treuen Schiff übrig blieb, sind Trümmer auf einer Sandbank vor der Küste einer unbekannten Insel. Die Sterne sagen, dass wir abseits aller bekannten Handelswege liegen. Es wird uns so schnell niemand finden. Aber den Göttern sei Dank, wir leben und die Insel scheint fruchtbar zu sein. Ob hier Menschen wohnen, wissen wir noch nicht.